geglaubt habt, ihr würdet eine Runde Spaß haben, dann habt ihr euch geirrt. Denn ich bin der Tod und werde euch jetzt mitnehmen in die ewigen Jagdgründe. Und zwar jetzt in dieser... Hey! Was machst du bitte schön hier? Verzieh dich aus meinem Special! Meine Fresse! Kaum ist mal weg, um mal irgendetwas abzuchecken, bla. Schon spielt einem der Tod einen Streich. Meine Fresse! Mion alle zusammen! Ich bin's wieder, Kesunai Hara! Und nach dieser kleinen Unterbrechung besonderer Art... ja, keine Ahnung, wer diesen Tod da reingelassen hat. Egal. Wird es Zeit, euch... hoppla... zu präsentieren, was ich euch präsentieren möchte. Ich bin mal wieder total klasse in Deutsch. Ja, ja, ja. Naja, worauf ich kommen wollte, nämlich habe ich mir lange überlegt, was mache ich als 2000er Special, jetzt wo ich 2000 Abonnenten habe. Da dachte ich mir, ich könnte mal etwas Besonderes bieten. Und wo ich mal meine ganzen alten LPs darum gestöbert habe, die Videos, da dachte ich mir, da sind ja einige Sprüche, die sogar noch in... Gedächtnis der Leute geblieben sind. Da war es für mich klar. Let's make a Rückblick von all dem, was ich bisher so gemacht habe und was mir selber noch in Erinnerung geblieben ist. Und ja, also willkommen zu meinem 2000 Abo Special. Kesunas großer Rückblick. Das große, beliebte Toho Project. Immer wenn ich irgendwie Lust hatte, mich, einem Toho-Game zu widmen, habe ich präsentiert, was für ein großer Toho-Fan ich bin. Genau! Toho ist eigentlich, ja, es hat, praktisch meine Game-Welt erheblich beeinträchtigt und gestaltet. Ich komme selber nicht mehr von weg. Es hat mich süchtig gemacht und es ist einfach eine zu geile Reihe, muss ich selbst sagen. Ja, was ich dann für Sätze gebracht habe, neben den ganzen Erklärungen meinerseits über die Charaktere, Story und so weiter, was ich da alles für komische Sachen geplappert habe. Unbelievable. Hakure Ireimu, Kisama Marisa, Kochiha Sanae. Und Nummer 4 ist, mit der ich auch das Replay aufgenommen habe, ist... Warnung, Fangirl-Schrei. Okay, hoffentlich haben meine Eltern mich jetzt nicht gehört. Aber das musste jetzt einfach sein. Naja, egal. So, du kleines Mistvieh. Was ist das für ein Vieh? Warum ist es da? Ich kann es euch auch nicht sagen. Alles, was ich weiß, ist, dass er uns viele schöne Sachen gibt. Und das finden wir sehr nett. Wenn wir das endlich fertig machen können. Na komm schon. Geh Tor holt. Bitch. Ja, genau. Tun wir jetzt einfach mal so, dass Siki keine Richterin ist, sondern eine Busfahrerin. Und sie will uns dafür bestrafen, weil wir angeblich schwarz gefahren sind. Sind wir aber natürlich nicht. Und da... frisst
das? So. Awakened God Memories. Ah! Ich kann keine Spellcard lesen. Ich muss mich auf die Dinger konzentrieren. Scheiße. Fucking Punch. Mann, ey. Wenn das so weitergeht, dann könnte er echt nächstes Mal bei Tekken mitmachen. Für The King of Iron Fist Tournament. Gecheckt? Iron Fist Tournament. Wortwitz. Moment mal, wenn sie ein Zombie ist, was mir jetzt gerade einfällt, Yomo ist doch Gärtnerin. Also arbeitet sie mit Pflanzen. Und sie. Und, Yoshika ist ein Zombie? Plants vs. Zombies! Du-du. Und ich höre gerade ihren Theme. Und ich singe den nicht mit, because I hate her. Und das ist jetzt eine Warnung an euch alle. Alle, die jetzt diesen Theme einigermaßen hören können und mitsingen, der ist ein Aya-Liebhaber und sorgt dafür, dass Aya unsere Lieblingskaras vergewaltigt. Musik ist geil. Und das ist mal selten. Yuyuko mal angepisst. Lol. Okay, wir haben hier rothaarige Puppen aus den Niederlanden. Okay. Ja, die meisten von den Puppen, die Alistair hat, haben irgendeine Nationalität. Habt ihr schon gemerkt? Erstes Spellcard sind das französische Puppen. Dann hier sind das niederländische Puppen. Ganz nach dem Motto, ich bin der Holländer! Ah, Haufen von Sterne! Lass mich in Ruhe! Ich slash dich auf! Dann kommen noch diese Dinger. Lass mich doch in Ruhe! Oh boy! Seriously, ich hätte nie gedacht, dass so etwas passieren kann. I mean, look there! Yuyuko Sagiyoshi! Vorerst bei Perfect Cherry Blossom, Final Boss und jetzt Stage 1 Boss. Yuyuko, was hast du bitte schon gemacht, dass du zum Stage 1 Boss degradiert wurdest? Hast du Suns Bier weggesoffen oder was ist los? Da kommt sie, Siki mit ihrem Du darfst nicht schwarz fahren, Laser! Love Sign Master Spark. Kein Super Laser! Master Spark! What have you done? Echo Sign Power Resonance. Da haben wir es schon wieder. Resonance. Hust, hust. Iron Fist, an unarguable Yukai Punch. Oh nein! Sie greift ja an, noch dem Motto, ich zeig dir, was eine Faust ist, Junge! Ich mach dir sowas von fertig und deine ganze Crew, die fick ich in den Arsch. Ja. Und die Biester greifen mich mit Nadeln, Kunais und Balls an. Das gefällt mir gar nicht. Und die haben alle Wikingerhelme. Weiß Gott warum. Und ich trinke Saft, der aus Duisburg hergestellt wurde. Ist das nicht geil? Ich bin geblendet von dieser Spellcard.
Alles, was ich sehen kann, ist meine eigene Hitbox. Peak. Fog of Doom. Peak. Peak. Okay, es ist nicht so ganz funny, aber... Okay. Peak. Okay. Dude, dude. Sie mit ihrem Monster-Anker. Tut, tut. Tut, tut. Wo alle dieses Tut, tut. Tut, tut. Coolness soll über Paparazzigkeit siegen. Los, helft mir! Feuert Yomu kräftig an, dass Paparazzigkeit nicht gesiegt. Und sie hat nicht gesiegt. Yeah, Coolness for the win. So. Hast du noch ein letztes Wort zu sagen? Nein, gut, wir wollen es nämlich nicht hören. Ach ja, die guten alten Zeiten, wo Games noch eine richtige Herausforderung war und das mich fast in den Wahnsinn getrieben hat. Super Marissa World ist eines der Games, die einem schon in den Wahnsinn treiben können. Es war mein allererstes Let's Play und ich habe mir wirklich einen harten Brocken ausgesucht. Ehrlich mal. Ich kann mich, wie oft bitte bin ich an den Leveln verzweifelt, bin in Wutausbrüche gefallen, hab geschrien, als gäbe es keinen Morgen mehr. Gottes Willen, was für ein Start als Let's Player. Meine Fresse. Und vor allem noch mit dieser kindlichen Stimme, die ich noch hatte. Also, es ist, Vergleich zu heute. Ja. Holla. Also... Ja, sehr viele Wutausbrüche schon direkt in meinem allerersten Let's Play. Und vor allem zwei Wutausbrüche, Ausraster, die mir selber mich wahrscheinlich auf ewig verfolgen wird. Hoppla, ewig verfolgen werden. Ja. Also dann, schauen wir einfach mal... Nach, aber Momento, Momento, Momento. Ah, Mann, ich vergesse das. Mein Notizzettel mit dem Dialog. Wow, you sure got round since the last time I saw you. Why do I have to play this part? Cause you're the crow, right? Isn't it fitting? What are you talking about? That's Amina, you're the crow! I don't know. I'd guess most people probably get it wrong. Oh well, if I do this right, you could turn into a star. No! I don't want to become a constellation looking like this! Let's brew! Na, geht wohl. Lang. Wie die Arschlöcher. Das ist jetzt nicht so toll. Ich komme jetzt nicht mehr an den Besen heran.
Das bedeutet, mir bleibt nur noch eine einzige Möglichkeit, um wieder an einen Besen zu kommen. Ich muss Selbstmordattentäter drin spielen! Wuhu! Ach ja, Leute, es ist so geil zu sterben. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mein schlimmster Albtraum ist wahr geworden! Armee von Charlies! Eine Armee von Charlies! Oh mein Gott! Charlie Mountain! Last Life? Ah. Oh Gott! Na, come on! Das ist der beste Grund, warum ich Bill einfach nur hasse. Diese kleine Plage! So, was erwartet mich jetzt? Oh Mann, das fängt ja schon gut an. Oh Mann, Treppen steigen. Ich weise da einfach mal auf Chainsaw Man hin mit seinem Ember, wie sehr er Treppen hasst. Extremtreppen. Oh mein Gott, da war jetzt gerade Bulletins von Liquid. Oh mein Gott. Und ich steige immer noch Treppen. Ich dachte schon. Hey, Tatsache. Ah, Tommy! Ah, nein, Tamara! Charlie, du Hurensohn! Du Hurensohn! Du Hurensohn! Charlie! Du Hurensohn! Ich hasse es! Ah! Vincent!
Lass mich in Ruhe, Vincent! Aha! Ah! Bill, du Schabracke! Das war jetzt gut! Das war jetzt gut! Aber! Ich hab gar nicht gesehen, dass sie bereit war zu beißen! Oh, Scheiße! Sie hat einen Gumma auf den Helm, sie ist das Müsli. Wuhu! Endlich! Seht euch das mal an! Was könnte das so sein? Ich würde sagen, das ist ein Penis! Warum muss ich mein Maul so weit aufreißen? Wir hassen es, auf den Bus zu warten, ey. Nein! Komm, töte mich! Dankeschön. Und wir... Ja, was ist das denn? Ja, das ist der nächste Boss, ja, Gott, warum bin ich so blöd? Leute, habe ich euch irgendwie beleidigt oder was? Was habe ich euch bitte schön getan? Gar nichts! What? Leute, wenn ihr irgendwie gehört habt, dass ich euch beleidigt hätte, das hab ich, das war ich nicht. Ich war's nicht und ich werd's auch nie wieder tun. Was wäre das Ganze ohne einen Boss? Oh. Meine letzten Worte, bevor ich sterbe? Revi, du Arschloch! Und ich werde gefressen von einem Mad Green Frosch. Und hier? Wow! Ja, nächster Boss. Ranyakumo, der neunschwänzige Fuchs und... Sie ist nackt! Holy hell, sie ist nackt! Ach, geh Müsli fressen, Müsli! Ah! Was ist das denn? Fuck you! Okay, hab ich jetzt gerade wirklich gekreischt wie ein Mädchen? Okay, jetzt bin ich eingesperrt. Flandre, rette mich! Flandre, rette mich! Flandre, please, rette mich! Flandre, hier bin ich, rette mich, bitte! Landre! Oh, komm schon, du Sch... Landre, hier bin ich! Hier bin ich! Landre! Landre! Danke! Und danke, dass du mich auch noch extra tot gemacht hast! Das ist nicht nötig gewesen! Danke, ich hasse euch auch, ihr Wichser. Naja. Ah, ist mir gerade eingefallen. Brutus töten! Brutus töten! So, es geht los. Es klingelt! Das bedeutet nur eins. Der Weihnachtsmann! So, und jetzt kümmern wir uns um das Secret Exit. Damit wir ein weiteres Level freischalten.
diese Bedrohung hat mich getötet! Ihr seid so Arschlöcher. Du kriegst mich! Ihr gottverdammten Biester! Fuck you! Das sieht voll so aus, als hätten wir Ich hab gesoffen. Das liegt wohl an den Cappuccino mit Baileys, die mir meine Freundinnen gemacht haben. Ich bin ja sowas von besoffen. Ich bin so besoffen. Ich bin besoffen. Ich bin besoffen. Ich bin besoffen, dass ich glücklich bin. Stimmt, ich bin jetzt tot, aber es ist mir egal. Ich bin immer noch besoffen, sonst was. Ha. Jetzt ist Rex wenigstens tot. Kann ich jetzt bitte wieder raufkommen? Dankeschön. Ah, wo bin ich denn? Okay, jetzt fangen wir also von oben an. So läuft also das. Arschloch. Hey, it's Marissa. Let's play. Was? Verlangt das Let's Playerin? Wo ist der Account? Ich muss ihre Videos sehen. Jetzt fehlt nur noch diese eine. One life lost. Ich bin so was von aufgeregt, ey, das könnt ihr mir glauben. Dieser Fight raubt mir einfach nur den letzten Nerv. Er raubt mir sowas von den letzten Nerv. Ich mag einfach nicht mehr. Emilia, jetzt stirb einfach! Justine! Oh nö, nicht dahin! Hallo, ich will da nicht hin! Ich will da nicht hin! Leute, Verarschung! Harakiri-Attacke! Das ist mal wieder so typisch. Wo ist sie? Wo ist sie? Da war die! Und was erwartet mich nun? Es erwartet mich der Tod! Geile Antwort! Ich mal. Du dummer Ball! 2 Stunden. 2 gottverdammte Stunden. Und ich hab's geschafft! Ja! Tombi,
das wohl verrückteste Game, was bisher in meine Umlaufbahn gefallen ist. Ich meine, was für eine Logik in diesem Game steckt, es ist einfach nicht zu fassen. Ich meine, was tut man da bitte schön? Rumlaufen, Rätsel lösen, Schweine verkloppen und auf mehr als unlogische Art und Weisen irgendwelche Abilities sammeln, Erfahrung und bla bla. Also, ganz ehrlich, da wird einem wirklich deutlich, was bitteschön einem im Kopf vorgehen muss, dass man dieses Game spielt. Also, seriously. Wer sich wirklich die Mühe machen möchte, in diesem Game irgendwie nach Sinn und Wissen zu suchen, der kann gleich das Weite suchen, ganz ehrlich. Aber es hat richtig Spaß gemacht, dieses LP zu machen und ja, verrückte Sachen zu sagen. Oh, seriously. Ich mochte es. Ja, das Game, in dem jegliche Art von Logik und Sinn im Klo runtergespült wurde und ersetzt wurde durch Bananen und Diner. Da kann man nur eins zu sagen. Der alte graue Phönix, der ist nicht mehr wasserbar, ist nicht mehr wasserbar, ist nicht mehr wasserbar. Da sehen wir es. Der lässt uns einfach runterfliegen. Was für ein Penner. Na, was für ein Penner. Guck mal, ein Papagei. Wollen wir mit dem mal beißen? Om nom nom nom. Om nom nom. Autsch, was fällt dir ein, junger Mann? Warum hast du mich gebissen? Warte mal kurz. Ah, okay, hab's kapiert. Ich werde ihn fragen. Der alte Baum sagt, er ist nicht ärgerlich. Er will dich nur um einen kleinen Gefallen bitten. Siehst du, der alte Baum ist... Nun ja, halt eben! Das ist genial. Regretekel Geschoss Util Espanol. Oh Gott, ich hasse Französisch. Okay, jetzt müssen wir nicht nur ein paar Zwerge retten, sondern auch irgendeinen Balk suchen. Ist das nicht super? Nur weil die das nicht alleine machen können. Lelele. Hast du die Küken gefunden? Ah, sieht so aus, als wenn du sie alle gefunden hast. Wo sind dann also die Küken? Gott! Oder ich stelle mich einfach zu blöd an. Ich habe keine Ahnung. Oh Mann, diese dummen Schweine! Glaubt mir, wenn ich euch noch in die Finger kriege, dann koche ich euch beim lebendigen Leib und verarbeite Schinken aus euch und pack mir das aufs Brot! Gut! Die Schweine machen mich so aggressiv, ey! Oh, den haben wir da? Ah, der Wein aus unserem See ist der allerbeste. Ey, ich will nicht raus. Was ist los mit diesem Kerl? Der trinkt die ganze Zeit bloß Milch. Was dagegen? Milch ist gesund. So, besichtigen. Ah, da war doch... Nein! Fuck you. Mann, gerade wo ich reingehe, kommt, erscheint endlich mal ein Schmetterling. Und was ist? Ach, fuck you. Ja, der Opa sieht doch sehr alt aus. Wie viele alte Säcke sind eigentlich noch auf diesem Kontinenten? Wir alle! Ich hab's gewusst. Wir sind von alten Säcken umgeben. Und jetzt fragt ihr euch sicher, was sind das für komische Dinger? Die haben einen Körper, einen Hut, aber keinen Kopf. So anzustellen, wir sehen zwar momentan aus, sind aber Menschen wie du. Ah ja. Ihr werdet jetzt sehen, was das sind. Ah! Das sind Mäuse! Oh, wie süß! Hör bitte! So, endlich bist du hier. Was? Kein Wunder, dass alle anderen Dorfoberen von dir beeindruckt waren. Du hast sehr schöne, sehr reine Augen. Ist
der irgendwie schwul oder sowas? Weil dann wird, wenn ich böse bin, dann wird mein Kater traurig. Und wenn mein Kater traurig wird, people die! Sag mal, wen bedroht das Schwein da bitte schön? Boah, ey, der hat gerade die Wand bedroht! Er hat die Wand bedroht! Das ist ein Verbrechen höchsten Grades! Da gehört lebenslänglich für! Ich spring jetzt mal in diese Brücke, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Ah, ich kann trinken. Ich kann nicht. Charles hat mich gerettet. Ich wurde von einem Affen gerettet. Das wird Shadow nicht gefallen. Schnuckelchen. Wie der so auf mich zutraxelt. Oh, Poi. Das ist krank. Die Blumen da so. Von der macht dem Motto Rape. Uäh. Ihr Blumen seid mir unheimlich. So. Noch 5 Zwerge. Ah! Geiles Standbild, ey. Was? Die hast du für mich geholt? Warte eine Sekunde, okay? Drück sie so, siehst du, ganz fest, drück! So geht das. Wuhu, ich hab Bananensaft bekommen. Lecker. Und ich nehme jetzt, rüste mich auch mit diesem Eimer aus. Ich möchte Wasser, bitte. Wasser, keine Spinne! Ihr Flitzpiepen! Ey, ich wollte doch nicht in sein Maul springen! What the fuck? Bleh! Igitt! Was sind das überhaupt für komische Blumen? Bleh! Schmeck ich so widerlich? Naja, ich kann's nicht beurteilen. Ich weiß nicht, ob der Junge gebadet hat oder nicht. Das weiß ich nicht. Mion, weiter geht's. Ich hab die Truhe gefunden. Wieder eine Essensdose. Und dafür habe ich gesucht! Verarschung. Seriously, ich hätte niemals gedacht, dass ich auch in meiner Sammlung ein absolutes Hassprojekt finden würde. Aber hier habt ihr es. Driver 2. Ja, ich habe es ja pausiert, weil ich in einer gottverdammten Drecksmission feststecke und selbst mein Bruder es nicht mehr gebacken kriegt. Da habe ich gesagt, pausiere ich das jetzt einfach, habe keinen Bock mehr erstmal. Seriously, ich glaube, fürs Erste werde ich die Abenteuer von Tanner und Plappermaul Jones nicht mehr weitermachen. Seriously, als ich, wo ich so geguckt habe, ich dachte nur, holy mother, so viele negative Bewertungen in einem LP. Also, bleh. Und dann auch die Kommentare von wegen, ein Mädchen macht ein Actionspiel und Frauen am Steuer, dieses dumme Klischee. Also, seriously, auf sowas habe ich nun echt keinen Bock. Also, dass ich Driver 2 jetzt wieder anfange? Echt mal? Wenn sowas kommt, da habe ich erst recht keinen Bock mehr. Naja, jedenfalls habt ihr es, mein absolutes Hassprojekt. Und zudem, aber einerseits muss ich dem Projekt aber eines danken. Durch ihn habe ich meinen Hass auf Bäume. Hurry up! Junge! Radkappe voraus! Da erinnere ich mich auch immer an die eine Szene von den Simpsons, wo
Mel Brooks als Stargast kam. Wie er auch so erzählt, dass selbst die Höhlenmenschen Nationalhymnen hatten. Jede Höhle hatte eine Nationalhymne. Und die von seiner Höhle war... Alle Höhlen sollen zur Hölle fahren, außer Höhle 75. Weiß ich nicht, ob die 75 richtig ist, aber egal. Ich finde das Lied geil. Alle Höhlen soll zur Hölle fahren, außer Höhle 75. Let's listen to coole Mucke. Ist ja gut, Alter. Halt die Schnauze. Halt dich zurück. Wo kommt der denn jetzt her? What the hell? Ich verstehe gar nichts mehr. Wo kommt das jetzt her? What? So, ich fahre jetzt auf den Bürgersteig. Ihr könnt nichts dagegen machen. What? Was habe ich bitte schon gemacht, hä? Bäm, ich schnappe alles. Ich fahre alles nieder. Lauf weg vor mir. Okay, du bist ein Auto, kein Mensch. Schade. Ich halte jetzt meine Knarre. Ich halte meine Knarre jetzt gegen dich. Ich halte meine Knarre nicht mehr gegen dich. Dann drehen wir auf der Stelle um und fahren wieder nach Hause. Dann gibt's nichts von McDoof. Dann kriegst du kein Happy Meal. Geht mir alle aus dem Weg. Mann, geht mir aus dem Weg, ihr Penner. Was? What? Wie habe ich das denn gemacht? Wo ist denn der Wagen? Oh, come on. Okay, was ist das jetzt für ein Glitch, ey? Das ist doch echt vollkommen scheiße. Ich muss jetzt halt aufpassen. Das ist ja eine schwere Karre, was ich da jetzt fahre. Oh mein Gott. Abhang! Deckung! Totenstille. Ein Mann klaut ein Auto. Aus der Bahn! Ich bin jetzt dicht auf den Fersen, Junge. Ah, du Arsch! What? Oh Gott! Ah, zum Kotzen! Mehrere Versuche jetzt. Eine Stunde. Eineinhalb Stunden. Ohne Erfolg. Und alles nur wegen Bäumen. Ich werde jeden einzelnen Baum auf der Welt vernichten. Just drive! Zeig, dass du ein Fahrer bist! Ja, ich hab's geschafft! Geil!
seriously. Wenn man solche Knuffelmonster, ich sage extra Knuffel, als Gegner hat, wer bitteschön hat dann noch Angst vor irgendwelchen Monstern unterm Bett oder in Wandschränken? Muppet Monster Adventure ist wirklich mal ein Grusel-Game der anderen Art, weil so gruselig ist das gar nicht. Es ist mehr funnig gestaltet und es bringt so wirklich, ja, gute alte Zeiten wieder auf Muppets und, ja, es ist ein richtig, richtig süßes Game. Und was da alles für skurrile Kreaturen auftauchen und für lustige Musik und Kommentare der Charaktere, die in diesem Game sind. Seriously, es macht richtig, 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 richtig Spaß. Riesensuchtfaktor. Und ja, wenn ich irgendwie etwas mehr Zeit hätte, würde ich gerne das Game etwas öfter mal wieder zocken, aber ich habe ja kaum Zeit, was ich sehr schade finde. Aber ja, auch hier sehr, 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 sehr schöne Momente aus Muppet Monster Adventure gibt es zu sehen. Und jetzt geht's weiter mit dem Tempel der Schweinebraten. nee, Tempel des Schinkens. Einfach salben. Das ist ja wohl mehr als einfach. Ich ballere wild drauf los, wenn ich nichts Besseres zu tun habe. Ihr Zwiebelköpfe geht mir auf die Nerven. Jawohl, die sind weg. Ah, ein Hindernis. Küsschen, Küsschen. Batsch. Oh mein Gott. Puff. Pufffische. Diese Pufffische werden uns nochmal alle mit Puffreis bewerfen. Da sind auch Sachen. Sachen, die Kralle. Die Flasche ist jetzt leer. Nichts mehr zu trinken. Herz! Herz! Kuschelhäschen! Kleine Häschen! Mutantenhäschen! Mutantenhäschen! Oh Gott! Mutantenhäschen! Angriff der Mutantenhäschen! Die Pfauen machen mir Angst! Die schreien wie Hühner! Und mit einem kleinen Küsschen rein ins Getümmel! Ah! Monstergärtner! Leck mich doch, ey. Ein Gärtner! Heckenscherenmann! Verschwinde, Heckenscherenmann! Du bist ein scheiß Gärtner! Jomu ist viel besser als du! Hühnchen! Hat er gerade fuck gesagt? Was habe ich jetzt nicht verstanden? Ich bin eine Freibeuterin und sammle böse Energie. Arr! Nein! 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 Ja! What the hell? Kleine Bengel mit Pogo-Sticks! Ich glaub's nicht. Nein! 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 Ich will nicht sterben! Verdammt! Lang,
nun lebe die Ananas. Oh ja, ja, die Ananas. Anna, Anna, Ananas. Anna, 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 Ananas. Ananas, 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 Ananas. Anna, 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 Ananas. Anna, 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 Ananas. Oink! Ich mag dieses Lied. Pika! Pika! Ich will zu dir! Ich will dich abschießen! Pika! Scheiße. Das muss ich ja immer nehmen. Mann, ey! Wenn mich das nochmal umbringt, dann bring ich's euch. Was hast du denn? Eine wandelnde Zwiebel? Holy shit! Wandelnde Zwiebeln! Ah, pfui! Mensch. Und ich verkünde, du bekommst Boot to the Head. Dusch. So. Ihr sagt mal nicht, wo ich ihn hingeschossen habe. Was hat er gesagt? Könnt ihr verstehen, was er sagt? Ein Herz. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt bin ich so glücklich. Ja! Nee, nee, nee. Du lachst mich aus! Meg! Der Jäger jagt mich aus! Meg! Könnte es sein, dass mein Controller mein Mikro liebt? Dass er so daran reibt. Und wenn er abtaucht, muchas. Naja, immer noch besser als bei der englischen Fassung. Das, ich weiß nicht wieso. Vielleicht liegt's nur an mir, aber da hört er sich an, als ob er Schlüpfer sagt. Das hört sich in der englischen Fassung so an, als ob der Schlüpfer sagt. Schlüpfer. Drehen, Crash Bandicoot, dreh. Diese Pfauen sind komisch. Sag mal, warum stöhnen sie so? Das hört sich so an. Ich hab mal wieder versaute Gedanken. Ich bin schlimm, ich weiß. Mal ein kleines erst und zudem noch erstes Mini-Projekt, einfach mal just for fun und meine alten Kindheitserinnerungen wieder aufleben zu lassen. Super Mario Land 2, 6 Golden Coins. Mal bedenke die Länge dieses Projektes. Es sollte kein Speedrun sein und deshalb sind das auch so viele Parts. Ja, merkt euch das? Ich mache ja nicht solche Speedruns wie andere. Naja, auch ein nettes, gute Laune Game. Wer halt wieder alte Mario-Zeiten aufleben lassen möchte und der auch zudem nichts gegen Schwarz-Weiß hat. Hust, hust. Und ja, auch wenn ich an einigen Situationen denke, sag mal Spiel, willst du mich verarschen oder was? Aber, ja, schöne gute Laune, auch wenn es an manchen Situationen etwas unlogisch erscheint und so weiter, mal ein bisschen nachdenken muss und bla. Und by the way,
Buhu sind süß. Kriege ich jetzt ein Carrot up Power Up? Hasen Power! Hasenmodus. Ich bin Hasenmodus. Was ist da drin eigentlich? Was war das jetzt für ein Glitch? Ein Bär. Macht Spaß. Ich mag den Ball. Der Ball ist awesome. Lieber diesen Weg. Wow! Bastard! Ach, ich verzichte mal auf diese Münze. Da! What the hell? Leute, wollt ihr mich umbringen? Noch ein Versuch. Ich möchte jetzt unbedingt mal ein Level Up. Nein! What the fuck? Ich will doch keinen Pilz. Verdammten Bastarde. Danke, ihr mich auch. Ich hasse diese Hexe. Die Hexe guckt dann immer so nach dem Motto: Versagt. Dann sage ich nur: Du mich auch, alte Schabracke. Was ist da drüben? Das interessiert mich immer. Ah! Spikes. Ich hasse Spikes. Spikes sind böse. Aha! Ich bin wieder groß. Ich bin wieder ein großer Klempner. Stirb! Zeitlimit kann ich mal. Ich hab's trotzdem geschafft. So, schön einkaufen gehen. Was? Oh mein Gott. Das sind ja mehr Pilze als Leben. Was ist denn los mit euch? Ist ja abartig. Ihr seid ja Penner. Die Dinger sehen unheimlich aus. Weiß nicht wieso, aber auch gleichzeitig voll süß. Luftballons? Schweine, oh Gott! Schießende Schweinchen. Oh Gott! Sowas gibt's auch. Schießende Schweine. Fehlen nur noch fliegende Schweine. Was sind diese Blümchen nicht süß? Die sind ja so süß. Oh, die Kuschi. Oh, die sind ja so süß. Ey. Oh Gott, ey, ich mag die. Ich mag die Blümchen. Die sind cool. Die sind süß. Bam! Ach so! Die Grabsteine leuchten nicht, sondern... Ghosties tanzen! Ey, wie geil! Ghosties, die tanzen! Wie krass! Das ist ja voll süß! Die sind ja voll süß! Knuffig. Oh Mann, die sind ja voll knuffig.